Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Civilization 6 mit England. Letzte Runde war ja recht überschaubar, ne? Haben uns hier ein bisschen Platz gesichert, um weiter expandieren zu können. Haben hier ein paar Barbaren platt gemacht und versuchen mal hier oben rumzuschauen, ob hier noch ein bisschen was Interessantes ist. Aber hier sollte eigentlich alles schon vergeben sein. Hier ist nach wie vor Krieg zwischen den beiden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, Brasilien und die Azteken führen hier oben Krieg. Wo ist denn Agan? Die rennt da hinten rum. Okay. Ja. Mischen wir uns einfach nicht ein, halten uns da raus und dann ist alles okay. Du kannst dich mal hier verschanzen. Die eine auch verschanzen. Super. Was hättest du denn gerne? Du hättest gerne Wein. Nur wenn du auch offene Grenzen dazulegst, damit kann ich dann leben. Ja, das können wir machen. 3 Gold pro Runde plus 16. Einfach mal so. Das ist in Ordnung. Cool, da gibt es sogar noch ein Städtchen. Bis dahin. So, jetzt sehen wir eigentlich alles an der Stelle. Gut, du kannst dich da mal hinstellen. Genau, du gehst darüber. Du bleibst da verschanzt. Und nächste Runde. Achso, ich habe einen vergessen zu ziehen. Wen haben wir wohl vergessen zu ziehen? Meinen Speer, wie immer eigentlich. Und das Pferd. Kannst dich eigentlich mal darüber bewegen und du kommst zurück. Das machen wir so rum. Ich glaube, er hat schlechte Laune. Ja, war eben auch noch grün, was ist jetzt den weg. Käse an, was den Käse angeht, waren die Dichter zu allen Zeiten sehr schweigsam. Sehr gut, Politik und Dichtung gibt aber nur einen großen Schriftsteller. Für mich momentan uninteressant. Aber den Bonus zum Maschinenbau. Ne, so, doch. Maschinenbau, genau, weil ich hier die Mauer gebaut habe. Das war's. So. Dann Militärausbildung, dazu Spiele und Erholung. Perfekt. Das hätten wir. Wir haben hier 12,6. Das bietet sich eigentlich dann auch an, zu sagen, okay, wir bauen dann hier den Siedler. 9 Runden. Das Pferd geht mal darüber, gucken, was da so ist. Der Streitwagen bleibt dann hier stehen. Ja. Ja, hier ist die Welt zu Ende. Oh. Mann, Mann, Mann. Normale Leute glauben, dass man Dinge nur reparieren muss, wenn sie kaputt sind. Ingenieure glauben, dass wenn etwas nicht kaputt ist, es noch nicht genug Funktionen hat. Ist auch nicht schlecht. Ja, die Zitate sind natürlich echt gut. So, hatte ich schon was vorgemerkt, wo ich hin will? Maschinenbau, nee, hatte ich noch nicht. Ah, hier die Eisenmine will ich noch machen, dann machen wir hier. Ah, nee, okay. Vergiss es. Vergiss es. Okay. Die Modernisierung. Da drüben ist die Fernkampfeinheit. Die hätte ich gerne einfach, dass ich auch andere Dinge angreifen kann. Also Sachen, die nicht vom Wasser aus Sachen am Land eingreifen. Heute habe ich echte Wortfindungsstörungen. Okay, Candy hat wieder den Krieg. Das heißt, die sollten wieder ein Suzerain haben. Genau, Montezuma. Ja, heißt der wirklich Montezuma? Ja, Montezuma. Haben sie wieder ein Suzerain drin gefunden. So, du musst dir mal das hier. Oh, 20 Glauben. 20 Glauben ist schon mal schön. So. Stadtmauern werde ich hier bestimmt nicht bauen. Das ist so ziemlich am Arsch der Welt. Wohnraum habe ich genug. Mehr Kultur für den Ausbau. Baumes Monument. Ich bin eben so ein bisschen am Überlegen, ob es Sinn macht, unseren brasilianischen Freund hier anzugreifen und zumindest mal die Stadt hier mitzunehmen. Rio de Janeiro werde ich nicht kriegen. Glaube ich nicht, dass ich da genug Macht zu habe.
Da bräuchte ich Fernkämpfer, was die ich eigentlich habe. Dann kannst du dich auch noch das hier, dann geh du mal die Bezirksbefestigung. Kann ich dich automatisieren. Solange die nämlich noch im Krieg sind und der kann mich eh nicht leiden. Das ist eigentlich ein ganz netter Zug. Dann bringen wir doch mal unsere Einheiten in Stellung. Warum kannst du... Wegen dem hier. Ja, genau. Okay, dann läufst du richtig. Du kommst mal vor und du kommst mal da runter. Du stehst schon. Du gehst dann mal in die Richtung. Und du blockierst hier. Frühestens dann in 3 Runden, auch wenn der Bezirk hier fertig ist, dann... Das ist ein ganz guter Ausgangspunkt hier für einen Angriff. Gut. Hierzu habe ich eine Straße, hier habe ich eine Straße. Das ist ganz nett. Hier will ich jetzt nicht unbedingt durch. Pazzarella dauert 6 Runden. Ja, den nehmen wir doch mal mit. Wenn er uns das schon anbietet, dann nehmen wir das doch glatt mit. So, Produktion, Stadtmauern hätte ich hier ungern. Siedler ist da oben in Produktion. Speckkäfer, Rambor, Katapult. 9 Runden, gut, dauert halt eine Weile. Weiß gar nicht, ob das noch rechtzeitig kommt. Aber vielleicht kriegen wir dann mehr als eine Stadt. Durchaus machbar. So, ab geht's. Ja, hier umstehen sind die ganzen Truppen und Fighten. So, dann haben wir hier... Hier unser Lager gebaut. Dann, was brauchen wir denn noch? Noch 11 Runden für ein Katapult, das ist mir eigentlich dann endgültig zu lange. Noch einen Bogenschützen nehmen wir mit dazu. Du befestigst hier, du gehst dahin und befestigst. Wenn Erholung ganz knapp dahin. Okay, gab es hier irgendwas Neues? Ah ja, hier. Plus 1, 2, 9. Minus 2 Spezialbezirke. Mir war, als hätte ich das schon mal gehabt. Aber egal. So, jetzt lass uns mal nachdenken. Ich hätte gerne hier oben die Forschungspunkte. Das bedeutet, ich müsste eigentlich hier hin. Oder ich gehe hier hin. Wenn ich hier hingehe, guck mal an, wenn ich hier 1, 2, dann habe ich das dabei, 1, 2, 3, das da oben nicht, aber 1, 2, 3, das, 1, 2, 3, ja, das müsste mit dabei sein, beide. Das hier ist mit dabei, dann haben wir das Glaubensfeld, dann hätte ich hier die Bananen und hier das Vieh und hier den Stein. Eigentlich ist das eine echt gute Position. Und 1, 2, 3 und noch das hier. Ja, eigentlich eine echt gute Position, das machen wir genauso. Ziehen wir mal eine Galeere. Eine sollten wir schon haben. So, habe ich ein Cassius Belli. Ne, habe ich nicht, aber es wäre ein sehr gemäßigter Kriegstreiber Malus. Ich glaube, das ist okay. Ja, den holen wir noch raus aus der Stadt und dann passt das. Einheit benötigt Befehle, jawohl. Und dann kommen wir zu unserem allerersten Krieg. Außerdem geht er mir hier mit seinem scheiß Katholizismus auf den Sack und der mit seinem Hinduismus. Hasse Politik. Religion. An dem Spiel ist super nervig. So, das hätten wir an der Stelle. Kaserne will ich nicht, Handzentrum will ich auch nicht. Krieger brauchen wir jetzt. Wie lange dauert denn das Katapult? 11 Runden? Ne, das wollte ich vorhin schon nicht. Genau, da war irgendwas.
Da haben wir auch 5 von 7. Das ist okay. Dann machen wir eine Wassermühle für die Produktion. Gut, du stehst. Was willst du von mir? Ach so, weil 2 auf einem Haufen stehen. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ein Kurs kann ich ja nur nicht bauen. Wer sich in Konflikte einmischt, den hat schnell die Faust erwischt. Oh, ein cooles Zitat. Erträge durch Plündern interessiert mich nicht. Das ist gerade interessant. Politik bestätigen. Weil dann kann ich den hier ausbauen und hier unten werde ich dann auch nochmal eins draufhauen. So, Ausrichtungsbaum. Theologie. Eine große Bibliothek, Campusbezirk und Nachbarschaftsbonusse. Heilige Städte, Nachbarschaftsboni. Das haben wir. Okay, Verteidigungstaktiken nehmen wir mal mit. Werde zum Ziel einer Kriegserklärung. Okay, das wird ja eher nicht passieren. Ist die Reihenfolge anders oder die Richtung anders? Seid ihr immer noch im Krieg? Ja, seid ihr sehr gut. Kann ich denn mich einfach dir dem Krieg anschließen? Abkommen aushandeln? Ah, ich kann nur gegen Gandhi. Achso, weil er mit dem anderen schon im Krieg ist. Ja, wenn es sein muss. Du gehst mal dahin, dann kannst du nämlich dahin. Verschanzen. Dann könnt der schießen, der schießen, der schießen. Okay, dann. Mach den mal platt. Und kann die. Achso, wir hatten ja auch eine Grenzenausgang. Was willst denn du von mir? Ihr wollt mir doch auf den Keks gehen. Okay, dann handeln wir erstmal mit dir. Ich glaube, da hat sich gerade ein bisschen die Gemengelage leicht verändert. Gut. Neues Kriegsziel. Oh Mann, ey, das wäre. Kann ich mit dir eigentlich besser. Bündnis oder so irgendwas geht nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Die Befürchtung, dass er dir auch den Krieg erklärt, sobald wir hier durch sind, ne? Also sobald er mit Montezuma in den Frieden geht, habe ich so das Gefühl, dass ich auf die Nuss bekomme. So, wer hat sich denn hier verbessert? Achso, du hast dich. Das können wir ignorieren. Kriegserklärung. Kabul hat Victoria den Krieg erklärt. Kabul kenne ich noch nicht mal. Jetzt kenne ich Kabul. Okay, das war das. Ich werde nie Ziel einer Kriegserklärung. Hat ja super lang gehalten. Die Frage ist, marschiere ich jetzt darüber? Oder lasse ich es einfach sein? Ich glaube, ich lasse es einfach sein. Fangen wir an, hier ein paar Truppen wieder zu machen. Du bewegst dich mal darunter, du bewegst dich dahin. Ich hätte die Stadt so gern gehabt. Oh, soll ich ihm trotzdem den Krieg erklären oder nicht? So, dann hauen wir ihm hier mal auf die Mütze. Dann kann ich den nicht töten? Warum kann ich den nicht töten? Ah, darf ich den nicht töten? Gut, dann formieren wir unsere Armee da unten. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit und du kommst mit. Und du gehst weiter, mein Freund. Und du verpisst dich mal. Und du hast ein Barbarenlager gefunden. Achso, da hat er echt angegriffen.
Gut. Das war natürlich mutig. Vorder, du wieder zurück nach London. Genau, du da lang. Produktion wählen in London. Probieren wir das Orakel? Ja, wir probieren das Orakel. Gibt es ein Feld, was ich bereit bin aufzugeben? Ja, das hier. So, ein Schiff. Du kannst mal... Achso, Produktion bin ich gerade. Schiffsbauer. Die zweite Galeere zu produzieren lohnt sich nicht mehr. Ich krieg gleich die besseren. Dann... Mal ganz kurz. Boom. Ersetzt durch Hoplit. Ah, okay. Nicht bei mir. Wird verbessert zum Pikenier. Du wirst verbessert zum Armbrustschützen. Und der Armbrustschütze zur Feldkanone. Wo gehst du hin? Zum Schwertkämpfer? Und dann zum Musketier. Dann machen wir mal einen Krieger, auch wenn er momentan noch nicht so stark ist. Aber er wird es noch werden. Mal gucken, ob hier irgendwo eine Armee ankommt. Dann geht's mal da hoch. Mal gucken, ob wir ein bisschen was abfangen können. Der Siedler. 1, 3, 3. Ja, da sollte er. Sollte es passen. Mach es mal platt, wenn es keiner haben will. Kriegst du uns zwar voll auf die Nuss. Nichts als eine Planke befindet sich zwischen dem Seemann und der Ewigkeit. So, dann brauchen wir jetzt dann doch relativ dringend das hier. Weil bessere Militäreinheiten wären dann doch schon angebracht. Waren wir hier? Ja, ich glaube, wir waren hier. So, was hätten wir hier gerne? Ein Monument. So. Pferde nachrücken. Bogenschützen nachrücken. Und du nachrücken. So, als Kalkutta wäre schon mal das Minimum, was ich ganz gerne hätte. Katapult drückt auch nach. Nein! Oh. Obwohl, mal gucken, ob es schneller geht. Ich habe noch keine feindlichen Schiffe gesehen, von dem ist alles gut. Ja. Schnelle Fortbewegung Wald. Wir müssen irgendwann da unten wieder zurück. Ziegenland ist fortgeschritten. Kommst du mal darüber? Du bleibst hier. Ach so. Ah. Du bleibst dann hier. So machen wir's. Und du läufst mal weiter. Sehr gut. Katapult. Mal weiter. Ich hoffe mal, dass es nicht versenkt wird. Weil ein Clip wird es versenkt. Und du bleibst hier erstmal und hoffst, dass du nicht erwischt wirst. Du gehst mal gucken, ob wir da was sehen. Nee. Mehr Wohnraum benötigt. Wo sind wir? Bei 6 von 7. Kommt allerdings gleich die Mühle und dann können wir uns drum kümmern. So. Verteidigung ist besser als Opulenz. Politik ändern. Verteidigungspolitik. Das war 6 Stadtverteidigung plus 5 Stadtfernkampf. Nee. Machen wir gerade nichts dagegen. Wo wollen wir als nächstes hin? Besiegt eine Einheit mit einer Quadrime. Das wird eine Weile dauern, gehe ich mal schwer von aus. Gründet eine Religion. Da bin ich immer sehr weit davon weg, weil ich auch keine Ahnung habe, wie das zusammen funktioniert. Mein Pantheon. Arbeitet auf eine Religion hin. Verdient einen großen Propheten. Okay. Regierung hatten wir geklärt. Produktion wählen. Hier hatten wir jetzt den produziert. Dann schieben wir hier eine Quadrime nach.
Hier haben wir noch den Bonus für die Kaserne. Das nutzen wir dann auch. Du bleibst hier. So, hier übersetzen. Du wirst dann da unten an Land gehen. Du kommst mit da runter. Du bleibst hier, haben wir gesagt. Ihr bleibt auch hier. Das da oben passt auch. Und du weiter darüber. Okay, du kannst eigentlich auch nicht mehr weiter bewegen. Und du verschanzt dich hier erstmal. Und irgendwie sehe ich hier überhaupt keine neuen Truppen von den Jungs. Ich weiß nicht, was die hier für einen Krieg führen wollen. Also gerade der hier. So, gerade nicht so klar. Aber gut, werden wir sehen, zumindest mal in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und ja, mal schauen, wie der erste Krieg hier ausgeht. Sollte ja irgendwann auch mal wirklich losgehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.